Vielen Dank, Herr Präsident. Wie in meiner Stellungnahme in dem Entwicklungsausschuss zu TTIP gefordert, stelle ich drei wichtige Aspekte heraus. Der erste sind die Arbeitnehmerrechte und gute Arbeit, was in den 8 ILO-Kernarbeitsnormen verankert ist. Deren Durchsetzung und Ratifizierung bei dem TTIP-Abkommen sowie bei anderen Handelsverträgen ist der Schlüssel zu guter Arbeit weltweit. Der zweite Aspekt ist der Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung. Dieser muss auch in TTIP verankert werden, denn Handel und Entwicklung lassen sich nicht voneinander trennen. Mein dritter Aspekt ist die Ankündigung von Kommissarin Malmström, eine Analyse der Auswirkungen von TTIP auf Entwicklungsländer und auf die künftigen Ziele für die nachhaltige Entwicklung vorzulegen. Diese soll von einer unabhängigen Institution angefertigt werden und die komplexen Zusammenhänge nachvollziehbar machen. Dazu gibt es noch viel zu wenig Informationen. Die Kommission muss hier liefern, wie überparteilich in großer Mehrheit in der Stellungnahme gefordert wurde. Ich danke ebenfalls Bernd Lange und seinem Team für die intensive Arbeit zu dieser Resolution. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Lietz.